Tja, du hast ihn verloren. Das tut mir wirklich sehr leid, Meister. Manchmal glaube ich, du machst es mit Absicht. Ich bin ein echter Country Boy. Ich bin immer da. Ich war noch nie weg. Super, ja! Was hast du, Annie? Ich brauche eine Zigarette! Richtig. Dieses Dreckszeug hat in den deutschen Kinderstuben nichts verloren. Und deswegen gehört es verboten. In meinem Herz schlagen zwei Brüste. Verstehen Sie, was ich meine? Ja. So alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das. Eckhart, die Russen sind da. Ich kann nicht mehr. Das ist sehr schade. Ich bin hinterhältig, unausgeschlafen und fies. Ich fresse grundsätzlich nur Stacheldraht und pisse Napalm. Und ich kann der Fliege aus 200 Meter Entfernung ein Loch in den Hintern schießen. Also verschwinde lieber und wichsen anderen an Schwappe, bevor ich dich umlege. Axel hat Faden verloren. Schmeiß die Scheiße aus dem Fenster, Nals! Ich möchte es mit euch zusammen machen. Da kommen wir nicht raus. Gründlich zielen, dann triffst du auch. Möchten Sie lieber in Ihre Zelle zurück, Kohalt? Definitiv nein. Und jetzt gibt's nochmal richtig Hauer mit dem Stühlchen in die Schnauze. Oh! Ja, ich bin hart. Ich will die Besatzung lebend haben. Das Schiff darf nicht vernichtet werden. No problemo. Nant oder Arschloch? Ja, seid ihr denn verrückt geworden? Ja. Ich schaffe es nicht. Es ist einfach zu groß. Was kannst du eigentlich? Guten Morgen, Männer. Es geht noch mal jeder aufs Klo und dann reiten wir los. Herzlich willkommen zu den dümmsten Sportlern der Welt. Ihr Arsch kommt auf meine Liste. Sie werde ich mir merken. Schieß doch mal auf was Wertloses. Zum Beispiel auf meinen Kumpel hier. Hör zu heulen, du Arschal! Luke, Sir, es tut so gut, Sie wieder voll funktionsfähig zu sehen. Auch R2 möchte seine Erleichterung zum... Und dann Röschen! Oh Junge, ich hab mich schon gefragt, wann du mal aufwachst. Ich muss weg. Der kleine Schelm ist ein Wiederpost. Wirf dein Torpedo jetzt lieber. Bin fast da. Habt ihr Lust auf eine Party? Geh und finde sie. Was werdet ihr tun, Meister? Ich geh jetzt mal pinkeln. Verfolgt ihre Flugbahn. Sie versuchen es vielleicht noch einmal. Nieder! Wir haben das Schiff nicht mehr auf unseren Schirmen. Was? Da muss man doch besser aufpassen, du Arschloch. Fick deine Mutter. Ja. Im Namen des Galaktischen Senats der Republik. Aufs Maul? Wollt ihr mir etwa drohen, Meister Yi? Hey, my right, this is my girl. This is for body, this is for body. Ich hab den heute Morgen aufgewacht und hatte Bauchschmerzen und tierischen Durchfall. Du bist Mitglied des Rates. Aber wir erheben dich nicht in den Rang eines Meisters. Was? Ich warn dich doppelt, du kleiner Schwanzlutscher. Wage es auch nur noch ein einziges Mal was zu sagen. Ich komme aus Kreuzberg, du Muschi. Also ich bin dabei. Sag mal, wie kann denn du Scheißer eigentlich noch leben? Ihr habt nachgelassen, alter Mann. Wenn ihr jetzt nicht mal langsam das Messer wegtust, dann muss ich, glaube ich, echt mal umhauen, Junge. Ach, wirklich? Ich werd meinen Fuß sowas von weit in deinen Arsch hochtreten, dass du mir ohne Mühe die Nägel abkauen kannst. Ja, ne, wir uns alle freuen. Wenn sie zu Hause einen Nagel in die Wand schlagen, voller Überzeugung, und stellen dann fest, das Bild passt nicht, dann können sie den Nagel rausziehen, aber das Loch bleibt. Versprich mir, dass du den Jungen ausbilden wirst. Ja, Meister. Was gibt's da zu heulen? Wo ist das Problem, du Affe? Hey, Luke. Fick mich, du Schwein! Krise!
Jetzt hört's halt auf, ich krieg ja gleich eine Stresspustel. Nein! Scheiße, das macht Spaß. Du kleiner, mieser, verfickter, schwuler Lacker, du. Padme. Ich fürchte, ich habe ein Eichhörnchen geknallt und weiß es nicht mehr. Das ist nicht wahr. Wie könnt ihr so etwas nur sagen? Auf morgen, bis Wiedersehen. Leck mich im Arsch! Das Publikum war heute wieder wundervoll. Und traurig klingt der Schlussakkord in Moll. Wir sagen Dankeschön und auf Wiedersehen. Das hier ist ein einzigartiger Skandal, was da diskutiert wird. Aber was ich dir noch sagen wollte, ne? Du hast echt einen schönen Arsch. Dumme Kuh. Der Blitz soll dich beim Scheißen treffen. Jetzt habe ich eine Maschinenpistole. Ho, ho, ho. Let the show begin. War echt lustig. Ah, Kacke! Ich bin blind! Die dunkle Seite, alles sie vor uns verbirgt. Unmöglich vorherzusehen, die Zukunft ist. Wo haben Sie eigentlich gelernt, so zu reden? In Panama City, in einer Du-Ficki-Ficki-Seemannsbar? Oder machen Sie heute Ihren Abflug und haben sich mit seinem Whisky vollgetankt? Ja. Schönen Gruß. Na, so geht das aber nicht, du kleiner Drecksack.